Beginne zuerst in der aufrechten Haltung. Spüre deine Füße, deinen Großzehenballen, deinen Kleinzehenballen, deine Ferse. Deine Knie sind leicht gebeugt, dein Bauchnabel sanft nach innen ziehen, dein Brustbein anheben und deinen Blick in den Horizont richten. Fang jetzt an, die Schultern rechts, links nach hinten zu kreisen. Mobilisiere deine Schultergelenke. Ganz locker. Werde etwas größer, deine Ellbogen zurücknehmen. Und werde noch etwas größer und lass die Arme jetzt lang zurückreißen. Nimm deine Brustwirbelsäule in die Bewegung mit. Dein Becken bleibt stabil dabei und dein Atem fließt. Komm langsam wieder zurück. Nimm eine Handfläche nach oben. Und wechsel die andere Seite. Ellbogen zieht zurück und wechseln. Komm in die Rotation. Und wenn du möchtest, nimm auch deinen Blick mit dem Ellbogen mit nach hinten. Und jetzt beide Arme nochmal nach oben. Also rechts, links im Wechsel. Neig deine Wirbelsäule zur Seite und zieh dich wirklich ganz lang in Richtung Decke. Löse dann nochmal, nimm beide Handflächen zu mir nach vorne, öffne dein Brustbein und werde wieder rund. Nochmal einatmen, Brustbein aufmachen und rund werden. Handflächen nach vorne, Handrücken nach vorne. Deine Brustwirbelsäule nach vorne mobilisieren, rund und gerade werden. Denk immer daran, deine Knie gebeugt zu lassen. Noch zweimal. Bleib dann geöffnet, zieh deine Schulterblätter hinten zusammen, öffne deine Beine, streck deine Knie und komm in einen großen Hüftkreis. Mobilisiere deine Hüftgelenke. Auch mal Richtungswechsel, andersrum kreisen. Und komm dann nochmal zur Mitte. Ein Bein anheben, nach innen eindrehen und nach außen bewegen und Seite wechseln. Nochmal nach außen, dein Hüftgelenk durchbewegen. Dabei immer aufrecht bleiben. Letzten. Jetzt ziehst du dein Knie nach vorne an. Auch das wieder im Wechsel. Einmal rechts, einmal links. Und nimm deine Hand mit auf den Oberschenkel. Deine gegenüberliegende Hand. Deinen Ellbogen in Richtung Knie. Deine Hand in Richtung Fuß. Möglichst aufgerichtet bleiben dabei. Die letzten vier noch. Und jetzt nach hinten, deine Hand in Richtung Ferse.
Und noch einmal nach vorne. Viermal. Und zurück. Fliegender Wechsel. Nach vorne. Vier Stück. Und zurück. Wenn es nicht klappt, nicht ärgern. Vor. Zurück. Und ein letztes Mal noch. Nach vorne. Zurück. Und entspannen, auslockern. Einmal deine Füße abrollen von der Fußspitze auf die Ferse. Deine Fußgelenke so richtig mobilisieren. Jetzt wird es schon wärmer. Versuch deine Knie etwas höher anzuziehen. Mach das Ganze jetzt dreimal und bleib dann stehen. Dreimal und versuch, kurzen Moment die Balance zu halten. Letzten. Letztes Mal und auslockern. Jetzt kann's losgehen.